بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سحر النبي صلى الله عليه وسلم. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihn, wurde verzaubert laut einem Hadith bei Bukhari und Muslim. Christliche Missionare, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als nach solchen Hadiths zu suchen und nach Versen zu suchen, womit sie den Islam bekämpfen können, haben nach langer, langer Suche ein Hadith gefunden, mit dem sie indirekt behaupten wollen, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm verzaubert war. Dieser Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert ist, ist authentisch, ohne Zweifel. Nur wenn man kein Verständnis hat, dann versteht man die Verse und die Hadith falsch. Wir gehen darauf ein. Und zwar heißt es im Hadith: Suhira an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hatta kana yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay' wa ma yaf'aluh. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, bildete sich Sachen ein, die er getan hat, obwohl er sie in Wirklichkeit nicht getan hat. Das war es im Großen und Ganzen. Das war die Auswirkung dieses Sihr. Wir müssen uns die Frage stellen, was will ein christlicher Missionar damit sagen? Er will sagen, schau, der Prophet, er war verzaubert und das heißt, er ist nicht zurechnungsfähig, seine Offenbarungen könnten falsch sein, der Shaitan könnte ihm etwas eingeflüstert haben, a'udhu billah. Und das natürlich nur aufgrund ihrer Unwissenheit. Wir müssen uns die Frage stellen, was beweist diese Sache? Der Prophet wurde verzaubert. Was beweist das? Das beweist in erster Linie nur, dass der Prophet verzaubert wurde. Aber inwiefern hatte der Zauber Auswirkungen auf ihn? Das ist die entscheidende Frage. Der Sihr auf den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, bezieht sich nicht auf die Offenbarung, sondern auf die alltäglichen Dinge. Und sie sind nur darauf eingeschränkt. Auf die alltäglichen Dinge, die die Dunya betreffen, also diese Welt. Oder im Allgemeinen bezieht sich der Sihr auf die Propheten nur darauf, dass sie etwas gedacht haben, beziehungsweise dass sie sich etwas eingebildet haben zu tun, aber sie haben es in Wirklichkeit nicht getan. In Angelegenheiten der Dunya. Das heißt, in Angelegenheiten der Dunya, des Diesseits, hatte es Auswirkungen auf die Offenbarung. Das ist entscheidend, weil eine Person, die sowas behauptet, will indirekt aussagen, dass die Offenbarung dadurch beeinträchtigt ist, weil ja der Prophet verzaubert wurde. Das ist falsch und das zeigt, dass er keine Ahnung hat vom Koran und von der Sunna. Denn Allah sagt im Koran, Wallahu ya'simuka minan nas, und Allah beschützt dich vor den Menschen. Und Allah sagt des Weiteren, Inna nahnu nazzalna dhikr, wa inna lahu lahafidun. Wir sind es, die die Ermahnung herabgesandt haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Das heißt, in erster Linie, der Koran sagt ganz klar, dass die Offenbarung geschützt ist. Und der Prophet ist im Überbringen der Botschaft hundertprozentig geschützt. Fehlerfrei. Er kann keine Fehler machen im Überbringen der Botschaft. Er ist ma'sum, fehlerfrei. In dem Hadith selber ist die Rede von kana yukhayyalu. Er bildete sich ein oder er dachte, er hätte Sachen getan, die er nicht getan hat. Deswegen ist die Auswirkung des Sihr at-takhil, das heißt die Einbildung. Das ist die Auswirkung aus dem Sihr und der Hadith selber, er beweist die Tatsache. Weil es in dem Hadith heißt, kana yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay wa ma yaf'alu. Er bildete sich ein, Sachen zu tun, die er nicht getan hat. Und diese Tatsache ist nicht nur dem Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, passiert. Wir finden das auch bei Musa alayhi salam. Musa sagt, qala bal alqu fa idha hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Er sagte nein, also Musa sagte zu den Zauberern nein, vielmehr werft ihr zuerst. Und sogleich kamen ihm ihre Stricke und Stöcke durch ihre Zauberei so vor, als ob sie sich rasch bewegten. Welchen Ausdruck benutzt der Koran? Welchen Ausdruck benutzt Allah subhanahu wa ta'ala in dem Vers? Allah sagt, عَسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ. Dieses يُخَيَّلُ ist auch genau dasselbe Wort, das in dem Hadith für den Propheten Muhammad verwendet wurde. Das heißt, der Zauber auf Propheten, die Auswirkung des Zaubers ist At-Takhil, die Einbildung. Was nicht weiter schlimm ist, weil sie die Offenbarung absolut nicht beeinträchtigt. Aber ich meine, wenn man nur Zugriff auf die Übersetzung hat, weil man noch nicht einmal Arabisch kann,
dann ist es natürlich schwierig für christliche Missionare, das nachzuvollziehen. Wir kommen gleich auf die Bibel und schauen, wie Jesus vom Satan verführt wurde, wobei er angeblich nach christlicher Lehre Gott sein soll. Das können ja dann die Christen erklären, wie das gehen soll. Und wir sehen also, dass der Koran und die Sunna, das heißt der Koran und die authentische Sunna, hundertprozentig übereinstimmen. Selbst im Wortlaut. Im Koran wird das Wort Yuchayil verwendet und in dem Hadith. So, jetzt könnte man sagen, okay, wir haben es verstanden, aber was ist dann mit den Versen, wo die Kuffar gesagt haben, in tattabi'una illa rajulun mashura? Und wenn die Ungerechten sagen, ihr folgt doch nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Die Kuffar haben gesagt über den Propheten Muhammad, Allah Segen und Frieden auf ihm, dass er einem Zauber verfallen ist. Aber wovon ist die Rede? In diesen Versen ist die Rede vom Koran selber, von der Offenbarung. Sie dachten, dass der Koran Zauberei ist. Warum? Weil der Koran von der Sprache unschlagbar war. Und der Koran hat die damaligen Araber herausgefordert, ähnliche Verse zu bringen, wie sie im Koran stehen. Aber sie haben es nicht geschafft, weil er sprachlich gesehen unschlagbar war und man nicht in der Lage war, etwas Ähnliches zu bringen wie der Koran. Und das zu einer Zeit, wo die Poesie in Arabien sehr verbreitet war und es sehr, sehr starke Dichter gab, sehr, sehr gute Dichter, aber sie waren nicht in der Lage, das zu tun. Und viele haben auch durch dieses Wunder, durch diese sprachliche Wunder und durch diese Erhabenheit des Koran den Islam angenommen, weil sie das erkannt haben. Ihm blieb also nichts anderes, außer zu sagen, dass es Zauberei ist, weil sie es nicht mit dem Koran aufnehmen konnten. Und darauf bezogen sich auch die Anschuldigungen. Interessant ist aber auch, dass dasselbe zu Musa a.s. gesagt wurde. Musa a.s. sagte, قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Musa sagte, sagt ihr denn von der Wahrheit, nachdem sie zu euch gekommen ist, ist das etwa Zauberei? Aber den Zauberern wird es nicht wohl ergehen. Welche Zeichen kamen zu diesen Leuten? Die Offenbarung von Musa. Musa sagt also, sagte über die Worte, die herabgesandt wurden, dass es Zauberei ist und darauf beziehen sich auch die Anschuldigungen. Dasselbe auch bei dem Propheten Muhammad. Allah Segen und Frieden auf ihm. Wir haben jetzt verstanden, die Propheten sind fehlerfrei im Überbringen der Botschaft. Der Sihr, der die Propheten trifft, beschränkt sich nur auf At-Takhyil, dass sie sich in Angelegenheiten der Dunya etwas einbilden, Sachen, die sie getan haben, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht getan haben. Zum Beispiel einen Ring ausgezogen. Du denkst, du hast den Ring ausgezogen, aber du hast ihn in Wirklichkeit nicht ausgezogen. Das waren die Auswirkungen der Zauberei auf die Propheten. Mehr hat diese Zauberei auch nicht bewirkt bei den Propheten. Nachdem die Sache klar ist, schlagen wir mal Matthäus 4 auf. In Matthäus 4, Vers 8 heißt es, wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Das heißt, der Satan zeigt Jesus, er geht mit ihm auf einen Berg und zeigt ihm die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben. Also Satan will Gott die Reiche der Welt geben und ihre Herrlichkeit. So du niederfällst und mich anbetest. Jesus soll jetzt Satan anbeten. Das heißt, laut christlicher Theologie, der Satan verlangt gerade von Gott, dass er ihn anbetet. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Das heißt, wir haben hier eine Geschichte, wo Jesus, der ja Gott ist, laut christlicher Theologie, Satan anbeten soll. Wenn Satan geglaubt hätte, dass Jesus Gott ist, würde die ganze Geschichte gar keinen Sinn machen. Das heißt, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder die komplette Passage macht absolut keinen Sinn, oder Satan wusste, dass Jesus kein Gott ist, sondern nur ein Prophet. Und deswegen sagt Jesus, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm alleine dienen. Kann mir bitte einer erklären von euch christlichen Missionaren, die ja statt in ihrer eigenen Schrift zu lesen, sich lieber mit Sahih al-Bukhari beschäftigen und noch nicht einmal die arabische Sprache verstehen? Könnt ihr mir bitte erklären, warum Jesus sagt, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn und ihm alleine dienen und warum er nicht sagt, du sollst mir, den Heiligen Geist und dem Vater dienen? Oder meint er hier mit ihm alleine dienen, ihn eingeschlossen?
Dann würde aber der Satz keinen Sinn machen. Hat Jesus Probleme, sich auszudrücken? Will Jesus die Menschen in die Irre leiten? Oder wusste vielleicht der Satan einfach mehr als die christlichen Missionare von heute? Denn er ist davon ausgegangen, dass Jesus kein Gott ist, weil sonst hätte er ihn nicht darum gebeten, dass Jesus ihn anbetet. Also, Satan hat es nicht geschafft, dass Jesus ihn anbetet, aber Satan hat es geschafft, dass die Christen heute Jesus anbeten. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.